Baby an Weihnachten getötet. Todesursache steht fest. Der Mann soll mit der Betreuung des Kindes überfordert gewesen sein. Symbolbild. Waldshut hingen minus ein erst 3 Monate altes Baby ist am 1. Weihnachtsfeiertag in Badischen Laufenburg, Kreis Waldshut hingen, getötet worden. Tatverdächtig ist der Lebensgefährte der Mutter. Der 36-Jährige habe selbst bei der Polizei angerufen und berichtet, dass er ein Kind umgebracht habe, teilte die Freiburger Polizei mit. Die Mutter des Säuglings war zur Tatzeit nicht zu Hause. Polizeibeamte fanden in der Wohnung des Mannes das tote Kind. Der offensichtlich unter Medikamenteneinwirkung stehende und verletzte 36-Jährige sei überwältigt worden und befinde sich in Polizeigewahrsam, hieß es. Seinen Aussagen zufolge war er mit der Betreuung des Säuglings überfordert. Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tingen erwirkte die Obduktion des Kindes. Der 36-Jährige wird voraussichtlich am 2. Weihnachtsfeiertag einem Haftrichter vorgeführt. Es sei noch nicht sicher, ob er der leibliche Vater des Kindes ist, hieß es weiter. Date, 9 Uhr. Das getötete Baby ist mittlerweile von Rechtsmedizinern untersucht worden. Die Obduktion sei bereits am Montagnachmittag abgeschlossen gewesen, sagte ein Sprecher der Freiburger Polizei am Dienstag. Zu den Ergebnissen könnten aber noch keine Angaben gemacht werden. Tatverdächtig ist der Lebensgefährte der Mutter. Er soll im Verlauf des Dienstags einem Haftrichter vorgeführt werden. Ein genauer Termin blieb am Morgen noch offen. Ebenso unklar war zunächst, ob der Mann der leibliche Vater des Kindes ist. Date, 13.05 Uhr. Ein massives Schädelhirntrauma ist die Todesursache des Kindes. Dies habe die Obduktion ergeben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Wie die Verletzungen zustande kamen, werden noch untersucht. Der tatverdächtige 36-jährige Mann, der vermutlich auch der leibliche Vater des Kindes ist, befindet sich nach wie vor in Polizeigewahrsam. Er soll im Verlauf des Dienstags einem Haftrichter vorgeführt werden. Kriminaltechniker und Beamte des Landeskriminalamtes durchsuchen den Tatort weiter nach Spuren. Die Mutter des getöteten Säuglings wird betreut.